Hier gibt es diese eigentlich ganz nette Unterkunft, finde ich. Sie ist bescheiden, aber sie hat zwei Betten. Und wir Ehrenamtliche, wir kümmern uns einfach darum, dass abends aufgeschlossen wird. Wir erklären, falls Erklärungen notwendig sind, wir nehmen die Personalien auf. Wir schreiben auch noch Notizen an die Caritas, wenn irgendwas notwendig ist, weil dort gibt es sehr viele gute Helfer, die sich auch sehr gut auskennen, viel besser als wir Ehrenamtliche. Und dann bekommen sie halt Bettwäsche, Wäsche, fragen immer nach sonstigen, was sie noch brauchen. Sie bekommen Toilettenpapier. Sie haben hier eine Toilette. Das wird einem ja immer erst bewusst, wenn man hier das Toilettenpapier ausgibt, wie wichtig sowas auch ist. Und deshalb ist es von ganz, ganz hoher Wichtigkeit, dass wir diese Stellen haben. Und jetzt in Corona-Zeiten ist uns allen das ja nochmal bewusst geworden. Sie können ja überhaupt nirgendwo mehr hin. Es gibt Kontaktbeschränkungen. Das heißt, diese Menschen sind den ganzen Tag mit sich alleine. Mit sich komplett alleine. Und dann abends wenigstens einen Schutzraum zu haben, ist von ganz, ganz hoher Wichtigkeit. Und das Konzept der Caritas, diese Menschen dann, die sich dort anmelden, für eine Woche hier bleiben zu lassen. Ich glaube, das kommt ihnen sehr, sehr entgegen. Was wir noch brauchen, wenn man mich danach fragt, wir brauchen noch mehr Ehrenamtliche. Es ist gar nicht schlimm, es ist nicht gefährlich, es tut nicht weh, sondern es ist eigentlich wunderbar. Man bekommt ganz viel zurück, wenn man hierher kommt, man hat jemanden reingelassen, hat man ein richtiges Glücksgefühl, man fühlt sich sehr, sehr gut. Die Menschen sind freundlich, zugewandt, sie sind dankbar und deshalb, also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, mindestens. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir noch mehr finden würden, die uns hier helfen und sodass wir das weiterleisten können.